Was haben EZB und Grüne gemeinsam? Beide ignorierten lange die Realität und sind jetzt in einer echten Krise. Die EZB ignorierte lange die Inflation. Die Grünen ignorierten lange die Energiekrise. Und was jetzt tun? Jetzt versucht man sich irgendwie durchzuwursteln, sucht irgendwie einen Mittelweg zu gehen. Und Alexander Kluge hat schon gesagt, in Elend und Not bringt der Mittelweg den Tod. Und so sehen wir dann auch Artisten in der Zirkuskuppel ziemlich ratlos seitens der Politik. Auf der einen Seite vor allem der grünen Politik und seitens der EZB Notenbanker auf der anderen Seite, die jetzt mit einer praktischen tsunamiartigen Situation konfrontiert sind an schlechten Nachrichten, an eskalierenden Energiepreisen, Inflation, all diese Dinge, die jetzt auf uns einstürmen, die kommen geballt und das wollen wir uns mal anschauen, wie die Lage jetzt derzeit ist. Wir haben heute etwa jetzt die Meldung vom der Handelskammer vom Wirtschaftsinstitut in Halle, dass die Insolvenzen jetzt wieder deutlich zunehmen. Es hat eine Trendwende eingesetzt hier in Deutschland. Die Auftragseingänge der deutschen Industrie sinken seit 6 Monaten in Folge. Sie haben von Hakle gehört, dieser Pleite, Aluminiumstahl in der Krise. Morgen wird es in Norddeutschland einen Bäckerprotest geben, weil die sagen, wir können nicht mehr. Wir haben zu hohe Kosten. 70% der Bäcker arbeiten mit Gasöfen. Wir haben jetzt inzwischen Knappheit bei Wasser, Fleisch und Käse. Jetzt kommt möglicherweise der CO2-Schock im Supermarkt. Hat ja auch mit Gas zu tun. Im Italienischen sagt man Con oder Senza-Gas, wenn man ein Mineralwasser bestellt. Dann haben wir aus Hamburg die Meldung, der Traditionshändler, Schuhhändler Görz ist insolvent. Also die Einschläge kommen näher und alle haben letztendlich zu tun mit gestiegenen Produktionskosten für die Firmen, die sie dann in eine existenzielle Krisensituation bringen, vor allem weil die Energiepreise gestiegen sind. Und jetzt kommen wir zunächst mal zu unseren großartigen Geldpolitikern. Und da haben wir jetzt die Fragestellung, naja, was wird die EZB machen am Donnerstag bei ihrer nächsten Entscheidung? Wird sie 50 Basispunkte anheben oder doch nur 75 Basispunkte? Nachdem jetzt Nord Stream 1 nicht mehr läuft und dadurch die ganze Situation ein bisschen dramatischer geworden ist, sollte die EZB jetzt nur 50 Basispunkte anheben, dann dürfte das einen Sell-off im Euro wiederum nach sich ziehen. Das wiederum heißt Inflation, weil wir ja die Rohstoffe mit unseren Euros in Dollar kaufen müssen. Dementsprechend werden die teurer, dadurch steigt der inflationäre Druck. Und die Zentralbanker haben zu lange ignoriert eben die Inflation. Jetzt, wo sie anfangen, die Geldpolitik zu straffen, und das gilt ja auch und gerade für die EZB, ist die Situation eigentlich schon vorbei, zu spät. Jetzt hat man das Zeitfenster, das man hatte, längst verpasst und muss jetzt wahrscheinlich in eine Rezession hinein die Geldpolitik straffen. Dumm gelaufen. Bei der EZB haben wir etwa 2500 Mitarbeiter, die sich um Wirtschafts- und Inflationsprognosen kümmern und die waren nicht allzu akkurat. Die könnte man vielleicht mal ersetzen, indem man zufällig irgendwelche Leute fragt, ob sie einen Job haben. Wenn nicht, zack, kommt rein, dann könnt ihr mal ein paar Prognosen machen. Das wäre wahrscheinlich in etwa so effektiv, wie es die EZB gehandhabt hat. Jetzt schauen wir uns mal an, was hier einige große Ökonomen der Vergangenheit gesagt haben, etwa Hayek. Wir haben nicht die Wahl zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit und das sollte sich die EZB vielleicht hinter die Ohren schreiben. Es ist wie mit dem Überessen und der Übelkeit. Es mag sehr vergnüglich sein, sich zu überessen, solange man noch beim Essen ist, aber darauf wird einem unweigerlich eben leider übel. Und Milton Friedman hat gesagt, wie ein übermäßiges Geldmengenwachstum die eine und einzige Ursache der Inflation ist. Vielleicht nicht die eine und einzige, würde ich sagen, aber zumindest eine wesentliche Voraussetzung dafür. Und dann ist die Bremsung der Geldmengenausweit die eine und einzige Lösung, mit der man eine Inflation in den Griff bekommen kann. Und das ist jetzt die Situation, das Dilemma, vor der die EZB steht. Sie hat die Gelegenheit verpasst, müsste jetzt eigentlich massiv auf die Bremse treten bei einer Situation, die ohnehin für die Wirtschaft, für die Unternehmen schon schwierig ist. Dadurch würde sie möglicherweise die Situation schlimmer machen, aber wenn sie es nicht macht, dann eskaliert möglicherweise und wahrscheinlicherweise die Inflation weiter. Und da ist es doch schön, wenn wir dann eine Umfrage haben der EZB, die sagt, dass 80% der Europäer sind total zufrieden mit dem Euro und finden das alles ganz klasse. Ich weiß nicht, wen die da befragt haben.
Aber man hat wahrscheinlich den Leuten ein paar Entschädigungen gegeben, dass sie sich da zur Verfügung gestellt haben. Wir sehen insgesamt bei der Politik jetzt einen gigantischen Interventionismus. Die EU versucht jetzt hier Maßnahmen zu ergreifen. Die Briten tun das. Truss, die neue Premierministerin, hat ja ein Paket, das unglaublich groß ist, hier jetzt mal praktisch installiert. Das führt dazu, dass das britische Pfund unter Druck ist. Das führt dazu, dass vor allem die Renditen für britische Staatsanleihen deutlich steigen. Heute die 10-jährige britische Staatsanleihe bei 3,10%, höchster Stand seit dem Jahr 2011. Und auch die schottische Premierministerin Sturgeon will jetzt zum Beispiel Mieten einfrieren und, also praktisch in die Märkte komplett eingreifen. Das wird nicht wirklich gut enden, ist wahrscheinlich die logische Konsequenz, denn wenn man Märkte außer Kraft setzt, dann gibt es Folgewirkungen, Nebenwirkungen, die meistens dann den positiven Effekt, den man versucht zu erzielen, konterkarieren und sogar ins Gegenteil verkehren. Jedenfalls ist das so eine Art Corona-Situation, wo man ähnlich wie bei Corona jetzt versucht, eben mit der Energiekrise umzugehen. Und das führt dazu, dass etwa Nomura sagt, ja, die Anleiherenditen steigen, weil man wahrscheinlich Geld drucken muss, um Europa in dieser Hyperinflation, die wir ja fast schon haben, irgendwie zu helfen. Wenn Sie sich mal anschauen, alleine was die Briten hier machen, die ich gerade angesprochen habe, 130 Milliarden Pfund und dann soll es nochmal 40 Milliarden Pfund für Small Businesses geben in UK. Das ist mehr als 5% des BIP, 170 Milliarden Pfund. Das ist eine riesige Menge. Und auf der anderen Seite drohen Margin Calls für Energieunternehmen, die sich ja absichern müssen. Das heißt, die spekulieren auf fallende Preise an den Energiemärkten, weil, falls die Energiepreise fallen, verdienen sie weniger Geld, wenn sie Energie produzieren. Aber jetzt durch diese Volatilität, durch diese massiven Bewegungen, werden die Margenanforderungen immer höher und das bringt diese Firmen in schweres Fahrwasser. Nochmal zu den Anleihen. Wir sehen heute etwa die 10-jährige US-Anleiherendite 3,34%. Es geht wieder steil nach oben und das ist natürlich auch für die Aktienmärkte ein großes Thema. Es ist ein großes Thema für die Indizes, nicht nur an der Wall Street, sondern auch für Europa. Hier sehen wir mal den DAX, der im Juni ja sein Tief gesehen hat. Und dieses Tief korrespondierte mit dem damaligen Allzeithoch im Jahr 2015. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass die EZB ja Milliarden und Billionen Liquidität in die Märkte gepumpt hat, dann sind wir jetzt da, wo wir 2015 ja waren. Also diese ganze Gelddruckerei, diese ganze Liquidität hat zwar einen Boom, einen Asset-Boom, eine Asset-Blase erzeugt, aber es ist eben so, dass die Dinge dann früher oder später wieder ein gesundes Maß finden müssen. Also das ist zumindest charttechnisch, wenn wir uns das nochmal anschauen hier, wenn hier der Durchbruch kommt, dann könnte das richtig übel aussehen für den DAX. Mal sehen, ob es so kommt. Aber eins ist klar, wir haben eine riesige Differenz einerseits zwischen dem Dollar, der immer mehr aufgewertet hat, und andererseits dem Euro, dem britischen Pfund und auch dem japanischen Yen. Die Japaner, die Notenbank ja da völlig den Kopf in den Sand stecken. Die Briten haben ihre eigenen Themen mit Energiekrise, mit Inflation, mit Brexit. Und wir natürlich die unsrigen mit dem Euro, aber wir sehen diese massive Differenz. Und dann haben wir eine Politik, die teilweise unerklärlich agiert, so wie Herr Habeck, der jetzt sagt, ja okay, zwei Kernkraftwerke können weiterlaufen, aber die werden keinen Strom produzieren, die halten wir nur in Reserve. Das ist, wie die Welt meint, ein Treppenwitz, wenn zwei Atomkraftwerke weiterlaufen, die aber keinen Strom produzieren dürfen. Clemens Füst vom IFO hält das für einen Schildbürgerstreich. Und das, obwohl der Stresstest klar gezeigt hat, dass in allen drei Szenarien die Versorgungssituation im kommenden Winterhalbjahr äußerst angespannt ist. In Europa kann im Strommarkt die Last nicht vollständig gedeckt werden. Und dann haben wir einen Wirtschaftsminister, der praktisch sagt, naja, wir machen so ein bisschen Alibi. Seht ihr hier, ja, ich habe doch die Atomkraftwerke nicht abgeschaltet.
Ich glaube, das Problem der Grünen ist, dass sie eigentlich hochideologisch sind, eine Heilsvision haben. Wenn wir nur das Richtige tun, kein CO2 mehr emittieren, dann werden wir alle glückliche Menschen. Das ist das Heil. Ob die Chinesen währenddessen Kohlekraftwerke bauen und CO2 in die Luft hauen, das ist dann eher zweitrangig. Und das Problem ist bei diesen Ideologen und bei diesen Heilstheorien, dass sie latent totalitär sind, dass sie letztendlich dazu führen, dass man den Leuten etwas verbietet, weil es ist ja gegen die gute Sache. Wer gegen die gute Sache ist, ist böse. Da erfolgt dann nicht selten eine Diffamierung auch der Gegner, weil die einfach das Heilsgeschehen nicht anerkennen, weil sie nicht sehen, dass dann das Glück allgemein für die Menschheit da ist. Wir kennen solche Heilsvisionen aus der Vergangenheit. Und wenn man eben ein Ziel hat, nämlich ein solches Heilsziel, alles wird gut, wenn wir nur das Richtige tun, dann hält man es auch nicht mehr so genau mit der Wahrheit, so etwa eine Umweltministerin Lemke, die dann eben sagt, ja, also die Atomkraftwerke, die müssen wir sowieso ab 1. Januar abschalten, weil die wurden ja lange nicht gewartet. Das zeigt eben, dass es die Wahrheit hier nicht wirklich hochgeschätzt wird, denn ihr müsste klar sein, dass das eben niemals so der Fall war, dass man Atomkraftwerke abgeschaltet hat, wenn man diese Prüfungen gemacht hat. Also entweder wird hier gelogen oder es wird eben ideologisch praktisch die Wahrheit ins Gegenteil verkehrt. Und das ist das große Problem, das ich sehe, dass wir jetzt in einer solchen krisenhaften Situation letztendlich mit ideologischen Maßnahmen agieren. Hier sagt etwa Daniel Eckert, die richtige Antwort wäre gewesen auf künstliche Verknappung, nämlich wie Putin sie ja betreibt, indem er kein Gas durch Nord Stream 1 schickt. Infolge der Sanktionen, die wir machen, ist ja klar, aber da hat Robert Habeck eben falsch agiert. Er hätte die Produktion ausweiten müssen, er hat agiert wie ein Romancier und nicht wie ein Wirtschaftler. Die Bundesregierung hat sich gegen die Kernkraft entschieden, jetzt müssen die Kohlekraftwerke hochgefahren werden. Kohle hat in Deutschland jetzt Zukunft und das ist doch eigentlich die schlechteste Nachricht überhaupt. Das heißt, wir haben unter einem grünen Wirtschafts- und Klimaschutzminister im Prinzip den höchsten CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren, den wir wahrscheinlich hatten im letzten Jahrzehnt. Das ist eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte. Die Grünen haben die Energiewende nicht zu verantworten von Merkel, aber sie fanden sie ja natürlich ganz toll. Super, alle Atomkraftwerke weg, dann gehen wir aus der Kohle raus, dann gehen wir aus allem raus, nur erneuerbare Energien wird schon irgendwie funktionieren. Und jetzt sehen wir eben diese Kompromisslösungen, diese Windelweichen in Elend und Not, bringt den Mittelweg den Tod. Und ich mache mir Sorgen über das, was da sozusagen missgemanagt wird in einer solchen Situation. Hier sehen wir das nochmal übrigens. Kohle war jetzt im ersten Halbjahr mit 29,4% der wichtigste Energieträger. Dann Wind, dann andere, Biomasse, Wasserkraft etc. Natural Gas, also Erdgas 14,6, 10,9 Solar, Nuklear. Nur etwas über 5,5%. Wenn wir jetzt uns einem anderen Thema zuwenden, nämlich den Aktienmärkten, die natürlich sehr nervös sind jetzt in dieser Energiekrisensituation, wie geht das weiter? Ich hatte heute Morgen schon gezeigt, dass wir da durchaus Volatilität erwarten können und das ist passiert. Wir hatten praktisch massive Bewegungen schon beim Nasdaq. Wir sind 1,85% mal eben wieder runtergekommen, nachdem wir sehr positiv eröffnet hatten. Wir sehen der SPY, das maßgebliche ETF auf den S&P 500, an einer wichtigen Unterstützungslinie, Trendlinie seit den letzten 12 Monaten. Und was den Märkten heute nicht gut getan hat, war der ISM Einkaufsmanager Index Dienstleistung, der besser war als erwartet. Dann alle, oh shit, die Fed wird dann die Zinsen doch deutlicher anheben. Deswegen auch die Renditen gestiegen, Aktienmärkte sind gefallen und wer verkaufen muss in dieser Woche sind vor allem CTAs, amerikanische Vermögensverwalter. Je nachdem, wie es läuft, wenn Seitwärtsbewegungen haben, dann müssen 47 Milliarden verkaufen. Wenn es nach oben geht, nur 30 Milliarden. Wenn es runter geht, 57 Milliarden. Also die treten als Verkäufer auf. Aus Gründen der inneren Logik, der diese Vermögensverwalter folgen müssen. Wir sehen, dass jetzt gerade auch Hedgefonds und institutionelle Player sich sehr stark plötzlich anfangen abzusichern mit Puts, wie Spot Gamma mit die beste Seite in diesem Bereich hier zeigt. Das sind keine Retail-Investoren, das sind Dickfische, die entweder Long-Positionen absichern, aber sie tun jedenfalls etwas jetzt. Der VIX war ja sehr, sehr niedrig angesichts der Rückgänge, die wir gesehen haben. Und diese Rückgänge sind 17,7% im Jahr 2022 beim S&P 500. Das ist das
viertschlechteste Jahr nach den ersten 169 Trading-Tagen. Aber wir sehen auch, es muss nicht dann so enden. Manchmal wie 1962 oder 2002 enden wir dann sogar im Gesamtjahr noch im Plus oder können zumindest dann ein bisschen aufholen. Ausnahme zum Beispiel natürlich 2008, 1937. 1973 war auch nicht besser, Inflationszeit ja auch, also das ist schon ein Schlag ins Kontor. Wenn wir jetzt nochmal nach China gehen, dann sehen wir auch Yuan-Schwäche, wir sind fast Dollar-Yuan bei 7 Dollar-Yen, also die japanische Währung, heute 1,06% gestiegen auf 142, höchster Stand seit 1998. Wir haben heute einen Artikel verfasst, warum immer mehr Städte in China in den Lockdown gehen. Schlichtweg, weil die Beamten in China so eine Art vorauseilenden Gehorsam haben gegenüber Xi Jinping. Denn sie wissen, wenn sie da in Sachen Corona nicht rigide agieren, dann haben sie sofort ein Riesenthema. Also sperren sie immer mehr Städte in den Lockdown. Die Chinesen wiederum haben jetzt zu viel Gas, eben zum Beispiel wegen der Lockdowns, weil die Wirtschaft abkühlt, man weniger braucht. Also wird das dann weiterverkauft, auch nach Europa, was man von den Russen eh mit Discount ein Stück weit kauft. Jetzt hat etwa hier Gazprom gesagt, also die Chinesen kaufen jetzt Gas in Yuan, nicht mehr in Dollars. Aber auch ein Herr Putin hat vielleicht ein bisschen sehr hoch gepokert, indem er jetzt schon vor dem Winter den Gashahn zudreht. Und wir sehen, der Gaspreis war ja am Montag nach oben explodiert und dann zwischenzeitlich dieses Gap wieder komplett zugemacht. Wir sind dann zum Handelsende wieder ein bisschen gestiegen. Aber es ist nicht so, dass der Gaspreis weiter nach oben schießt. Und die Lage in Russland wird in diesem Artikel thematisiert, ist wirklich Russland der große Gewinner dieser Energiekrise, dieser Krise, in der der Westen jetzt auch ist. Ein Stück weit ist es ja so, dass vor allem Putin, vor allem die Russen von einem hohen Ölpreis leben. Was ist, wenn jetzt die Wirtschaft komplett in die Rezession runterrutscht in Europa? Dann dürften die Ölpreise fallen. Das schadet auch wieder den Russen. Das wird aus verschiedener Sicht hier beleuchtet, mal in einem Artikel, den ich Ihnen sehr empfehlen möchte. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, die ich noch geben möchte, so stützen europäische Regierungen die Energiebranche, dass sie mal sehen, was für ein Tsunami da praktisch jetzt an Interventionen geplant ist. Also zwei Empfehlungen, ich empfehle mich und sage Servus und Ciao.